Ja, unser aktuelles Gespräch hier am Montagmorgen, und zwar am 6. Juli 2020 mit der Schnitzer Destillerie, mein Gesprächspartner Tobias Liebelberg, der Geschäftsführer des Hauses, die Schnitzer Korn und Edel Obstbrennerei, ein Unternehmen seit Hunderten von Jahren. Aber Liebelberg wird uns das jetzt alles ein bisschen genauer erklären, so ein bisschen die Vergangenheit des Unternehmens, wo wir herkommen, was wir getan haben. Und dann gehen wir so sukzessive in die Gegenwart und dann vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft. Herr Wedelbach, Sie haben das Wort. Ja, schönen guten Morgen, Herr Will. Hallo. Erstmal vielen Dank für das Zoom-Meeting. Vielleicht mal die ein oder anderen Worte zum Unternehmen. Schlitzer Destillerie ist ein kleines handwerkliches Unternehmen seit 1585, also sehr alt und mit sehr viel Tradition. Damals gründete der Graf von Schlitz, der Graf Eustach, die Brennerei und hat die auch über Jahrhunderte hinweg im Besitz gehabt. Das heißt, es wurde hier Alkohol aus regionalem Weizen hergestellt und das ging bis 1969. Dann war das Land Hessen Eigentümer der Brennerei. Das wurde also Alkohol für das Land Hessen hergestellt bis 2006. Und in 2006 ist, oder seit 2006 besser gesagt, ist die Stadt Schlitz mit der Stadt Hünfeld Gesellschafter der Schlitzer Destillerie. Das ist, soweit ich es weiß, auch einmalig, dass eine Kommune oder Bayern, dass zwei Kommunen im Besitz von einer Brennerei sind. Und seit 2006 sind wir nun eine GmbH mit 25 Mitarbeitern. Und wir produzieren ein sehr breites und auch tiefes Sortiment. Von Getreidebränden angefangen, darunter Whisky, Korn, Wodka, Obstbrände, Frucht- und Kräuterliköre und natürlich auch Gin. Da kommen wir fast schon zum nächsten Thema. Die Geschichte des Whiskys, wann begann die bei Ihnen? Ja, die Geschichte des Whiskys begann Anfang der 80er. Das ist aber eine sehr ominöse Geschichte, kann man so sagen. Es war nicht gewollt letzten Endes, dass Whisky damals schon hergestellt wurde. Der damalige Brennermeister hat zu viel Gerstenmalz eingekauft. Und das Gerstenmalz wird bei uns auch zur Verzuckerung vom Korn genommen. Und er wollte jetzt das natürlich nicht an die große Glocke hängen, dass er einen Fehlkauf gemacht hat und hat dann das Gerstenmalz eingemeischt, gebrannt und dann in Holzfässer eingelagert. Und ja, diese Holzfässer lagerten dann sehr lange in der Brennerei. Die, die die Brennerei vielleicht kennen, wissen, das sind alles denkmalgeschützte Gebäude mit vielen kleinen Nischen und Ecken. Und hier sind auch sicherlich die ein oder anderen Wege etwas unzugänglich. Und da blieb der Whisky dann lange in Verborgenheit, bis er letzten Endes dann 25 Jahre später entdeckt wurde. Das heißt, da ist der Not eine Tugend gemacht und sozusagen in eine neue Richtig. Produktlinie eingestiegen. Genau, also wollentlich, also geplant produzieren wir dann erst seit 2009, 2010 Whisky und lagern den dann auch entsprechend gezielt in verschiedenste Fässer ein. Whisky, das sind ja verschiedene Rohstoffe, die Sie bei Ihnen im Haus auch verarbeiten müssen. Können Sie das noch ein bisschen definieren? Verschiedene Rohstoffe, was kann ich mir als Endverbraucher oder beziehungsweise als Genussmensch darunter vorstellen? Ja, also Whisky kann man ja aus verschiedenen Rohstoffen herstellen und das nutzen wir natürlich auch, um eine ganz andere Geschmackslinie auch zu kreieren. Wir verwenden einmal ganz klassisch den Single Malt, also Gerstenmalz, dann neben dem Gerstenmalz auch ein Single Grain, also Gerstenmalz mit einer Komposition von verschiedenen Rohweizen. Und zu guter Letzt einen Single Wheat Malt, sprich Whisky aus reinem Weizenmalz. Und dadurch können wir bereits vom Rohstoff her die Grundlage für die verschiedenen Geschmäcker auch legen. Ja, das ist der Whisky. Aktuell haben Sie ja eine ganze Menge davon angekündigt. Und da hängt aber auch so ein bisschen mit die Optik zusammen. Noch ein bisschen Design getuned, gehübscht alles. Und jetzt frisch am Markt mit verschiedenen Produkten.
Jetzt haben Sie ganz viel Zeit, um das alles runterzubeten. Ja, die Namensänderung oder das Design hat tatsächlich in den letzten Jahren das ein oder andere Mal gewechselt. Manchmal muss man sich halt auch zwei oder dreimal drehen, bis man meint, dass man das Richtige getroffen hat. Ursprünglich hieß der Whisky bei uns Glenn's Letizia. Das kennen vielleicht die ein oder andere noch. Das Glen kam ganz am Anfang, das heißt ja Tal, war es vor dem Sletiza gestanden. Das wollte dann aber der schottische Whisky-Verband nicht und hat sich daraufhin gemeldet, zu den schottischen Whiskys aufzeigt. Und daher wurde das dann auch von mir angepasst, weil es einfach auch für mich verständlich war. Und dann ist das Glen weggefallen und es wurde Sletizien. Also etwas eingedeutscht. Sletizia ist ursprünglich die Bezeichnung für Schlitz gewesen. Aber viele konnten damit auch gar nichts anfangen, wenn man auf der Flasche gelesen hat, Sletizien. Viele wussten gar nicht, wie man es ausspricht. Sletizien ging es mal. Und da, irgendwann hat man gesagt, okay, jetzt wollen wir dann tatsächlich das so benennen, dass es jeder auch am besten verstehen kann. Und auch ganz klar den Bezug zum deutschen Whisky herstellen, das heißt Schlitzer Whisky. Wir sind eine deutsche Brennerei, wir produzieren unseren eigenen deutschen Whisky und darauf sind wir auch ganz stolz. Er schmeckt so, wie wir uns den vorstellen und entsprechend heißt es jetzt Schlitzer Whisky. Wir produzieren den auch sicherlich nicht so wie die Schotten oder auch andere auf den Potstillanlagen, sondern auf Kolonnenbrandanlagen. Sprich, das ist unser eigenes Produkt, dem wir dann letzten Endes durch verschiedene Fasslagerungen auch unsere Note mitgeben. Ja, nun ist ja der Tag des deutschen Whiskys der Krise zum Opfer gefallen. Ein Tag, bei dem Sie auch viel vorbereitet hatten. Was hatten Sie denn vorbereitet? Ja, wir wollten zum einen einen neuen Unique-Whisky abfüllen, direkt vor Ort auch den Besuchern zeigen, wie es gemacht wird. Wir wollten eine Double-Cast-Belegung letzten Endes dann gestalten. Wir haben das dann auch digital gemacht, leider halt nicht direkt vor Publikum, vor den Besuchern. Wir hatten wie immer auch die ganzen verschiedenen Whiskys vorbereitet, die man in Fassstärke probieren kann bei uns an dem Tag des deutschen Whiskys. Ja, und leider ist es natürlich der Corona-Krise dann zum Opfer gefallen. Die eine oder andere Idee steht noch aus, die ich mir natürlich auch jetzt für nächstes Jahr aufheben möchte, dass man es einem etwas spannender machen kann. Ja, jetzt müssen wir halt sehen, wie wir ohne Tag des deutschen Whiskys auch weiterkommen. Der Tag war für uns immer wichtig, auch einfach den Kunden zu zeigen, was wir alles haben, dass man sich auch mal probieren kann und dass man auch ein besseres Feeling für die Brennerei bekommt, wenn man hier vor Ort ist. Wo kommt es her? Wie wird es gemacht? Und ein besseres Marketing für eine Brennerei, denke ich, kann man kaum machen. Und jetzt müssen wir versuchen, das irgendwie anders auszugleichen. Jetzt haben Sie mir im Vorfeld verraten, dass wir es auch noch etwas sagen wollen, was den Ausblick der Whisky-Sorten bei Ihnen im Hause angeht. Richtig spannend, was da jetzt kommt. Ja, wir haben ja momentan 9 verschiedene Whiskys auf dem Markt, davon 7 reine Whiskys und 2 Whisky-Variationen. Es wird in Zukunft noch die ein oder andere Fasslagerung oder verschiedene Fasslagerungen hinzukommen, ob es ein Triple Cask, ein Quadruple Cask oder auch verschiedene Varianten mit Erstbelegungen werden hinzukommen. Dieses Jahr sicherlich nicht mehr, das würde nächstes Jahr anstehen. Und auch vom Rohstoff her werden wir uns sicherlich nochmal erweitern. Ich denke jetzt mal an zum Beispiel Hafer, das wäre nochmal sehr interessant. Und da müssen wir natürlich erstmal abwarten, wie entwickelt sich ein solches Destillat, dass es dann auch schmackhaft den Kunden präsentiert werden kann. Ja, hört sich alles wieder richtig spannend an, was Sie uns dann erzählt haben. Wir haben auch Smokers Pleasure das Ganze auch ein bisschen mit unterstützt, was Informationen angeht. Also alles das, was Sie uns jetzt so wunderschön erzählt haben. Wobei natürlich die Worte aus Ihrem Mund etwas prägsamer noch sind als eine reine textliche Verarbeitung. Haben wir alles auch nochmal zum Nachlesen für unsere Freunde und haben ein Gewinnspiel gemeinsam, auch eine Geschichte, wo man den Schlitzer Whisky gewinnen darf, wo man sich richtig daran beteiligen darf.
Ja, ich kann nur sagen, war interessant von Ihnen alles zu hören. Ich denke, unsere Zuschauer sehen das genauso. Ich bedanke mich für das Gespräch mit Ihnen und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Es sei denn, Sie haben noch einen kleinen Wunsch, den Sie loswerden wollen. Ich wünsche mir natürlich, dass die aktuelle Situation sich etwas entspannt hinsichtlich Corona. Das ist so aus unternehmerischer Sicht oder auch persönlicher Sicht mein größter Wunsch. Ich denke mal, das trifft viele Unternehmen momentan sehr hart. Den einen mehr, den anderen weniger. Uns in der Spirituosenbranche, gerade in den kleinen Betrieben, trifft es schon sehr hart, wo auch viel Gastronomie mit dranhängt. Und da hoffe ich einfach oder wünsche mir, dass diese Zeit bald zu Ende geht und wir sicherlich zu einer neuen Normalität zurückkehren, aber dass es wieder eine no neue Normalität gibt, das wünsche ich mir ganz besonders. Wir beide schauen nach vorn. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie fit. Produzieren Sie schön weiter. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Danke. Okay.